Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Unternehmertum. Zum 1. April 2019, und das ist kein Aprilscherz, habe ich ein Unternehmen gegründet rund um Consulting und Training für die Energiewirtschaft. Dabei handelt es sich um ein Einzelunternehmen. Das heißt, ich bin nicht nur Unternehmer, ich bin das Unternehmen und das Unternehmen bin ich. Allerdings kann ich auch schon sagen, zum 1. Juni, zum 1.6. kommt meine erste Mitarbeiterin dazu, was natürlich viele Dinge auch für mich als Unternehmer einfacher macht. Was machen wir ganz konkret? Es geht natürlich um Beratung für Stadtwerke. Das heißt, eine nachhaltige Strategie zu finden, die entlang der Energiewende und dem Smart Meter Rollout eine sichere Wertschöpfung garantiert. Das heißt, neue Geschäftsmodelle aufzustellen, diese überhaupt erst zu entwickeln und dann auch zu etablieren. Das heißt aber auch, eine sinnvolle Marketingstrategie zu entwickeln, die eben entlang der Veränderungen der Digitalisierung und Automatisierung unserer allgemeinen Kommunikationsprozesse auch immer noch richtig gut funktioniert und überzeugt. Und darüber hinaus noch so ein bisschen ganz konkrete Prozessoptimierung in den energiewirtschaftlichen Alltagsprozessen, weil ich diese natürlich seit 2011 ziemlich genau kenne. Ich bin jetzt seit 2011, also gut 8 Jahre in der Branche unterwegs und habe im Prinzip alles entlang der kaufmännischen Wertschöpfungskette gesehen. Darüber hinaus ist das zweite Hauptgeschäftsfeld, Seminare, Kurse, Training für die Energiewirtschaft anzubieten. Eben genau wegen diesen extremen Änderungen, wegen der ständigen neuen Regulierungswut und den sich eben ständig ändernden Prozessen, Schnittstellen und Vorgaben ist es notwendig, Mitarbeiter regelmäßig neu auszubilden und weiterzubilden. Dazu zählt natürlich auch, dass wir in der Energiewirtschaft praktisch keine Ausbildungsberufe haben und dementsprechend im Prinzip jeder Quereinsteiger ist. Und da fehlt ganz oft so eine richtige Rundumschulung, wie eigentlich das Unbundling konkret aufgebaut ist. Warum ist das so? Wieso gibt es verschiedene Prozessvorgaben? Wieso will mein Kollege einen Arbeitsschritt in einer bestimmten Form haben? Und das verstehe ich überhaupt nicht. Genau dieses Silo-Denken gilt es aufzubrechen und das mache ich mit Seminaren. Allerdings bin ich auch praktisch so der erste richtige Anbieter für Online-Kurse. Natürlich gibt es bisher noch nicht so viel Angebot, es gibt immerhin schon einen Kurs, demnächst werden das mehr. Aber mir geht es natürlich auch darum, dass Leute barrierefrei online sich weiterbilden können entlang der Energiewirtschaft. Also was werden meine liebe Kollegin und ich so alles machen? Es beginnt natürlich bei Marktanalysen. Also was passiert in der Energiewirtschaft? Was passiert in der Energiebranche? Welche Technologien gehen gerade voran? Welche Schritte gehen verschiedene Energieversorger oder Netzbetreiber? Was tun die Branchenverbände? Was macht die Politik? Was sind rechtliche Änderungen, die wir kommen sehen? Aber vor allem bedeutet es das natürlich, dass man prognostizieren muss, was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen und für die Verbraucher? Also welche konkreten Konsequenzen gibt es und weswegen sollte man dann auf eine bestimmte Weise reagieren? Es geht also Produkte zu erstellen. Das sind in unseren Fällen zum Beispiel Marktanalysen. Das sind dann mal so 5 bis 15 Seiten PDF über ein aktuelles Thema und eben die Einschätzung, was das konkret bedeutet und wie man diesen Veränderungen begegnen könnte. Des Weiteren natürlich, wie gesagt, Online-Kurse. Das sind einerseits Quereinsteiger-Seminare, die einmal rundum über die Energiebranche gehen, andererseits aber auch spezialisierte Seminare, zum Beispiel über Energierecht oder Energiedatenmanagement, was da eben so anfällt. Darüber hinaus fahre ich natürlich auch direkt zu den Stadtwerken und führe zum Beispiel Workshops oder Seminare durch, begleite und unterstütze Führungskräfte, berate zum Beispiel Geschäftsführer bei eben wichtigen strategischen Entscheidungen oder unterstütze zum Beispiel eine Personalabteilung dabei, ihre Mitarbeiter aus- und weiterzubilden. Wie ich eingangs erwähnt habe, habe ich zum 1. April 2019 mein Unternehmen gegründet. Zum 1. Mai 2019 bin ich jetzt wiederum in das Technologie- und Gründerzentrum hier in Gera gezogen. Das ist eine fantastische Location, um einfach mal loszulegen, weil ich hier für vergleichsweise günstiges Geld zwei fantastische Büroräume bekommen habe, die ihr in einer späteren Folge auch mal genauer kennenlernen werdet. Noch ist hier nicht alles eingerichtet. Demnächst kommt ja meine erste Mitarbeiterin dazu. Das wird sicherlich auch nicht die letzte gewesen sein, weil ich natürlich eine eigene Online-Plattform brauche, wenn ich wirklich gute Videokurse anbieten möchte, weil ich eben eine richtige Membership-Area für zum Beispiel ein explizites Unternehmen anbieten möchte, also ein Stadtwerk einen eigenen Mandanten in einer E-Learning-Plattform anbieten möchte und dafür brauche ich eigene IT-Kräfte und dementsprechend wird mein Unternehmen relativ bald sicherlich noch weiter wachsen. Ich merke jetzt schon nach einem Monat, dass ich beim Marketing und auch bei der allgemeinen Büroverwaltung kaum hinterherkomme und dementsprechend bin ich relativ bald auf weitere Personalsuche. Aber wie komme ich jetzt eigentlich zu meinen Kunden? Natürlich durch genau solche Videos wie jetzt in diesem Fall. Ich veröffentliche auf YouTube
YouTube ab sofort richtig regelmäßig Videos über die Energiewirtschaft. Einerseits mit Energiekram, ein Podcast über energiewirtschaftliche Einzelthemen, und mit Energiewirtschaft einfach eine lose Videoreihe über aktuelle und allgemeine Themen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus gibt es auch schon seit Jahresbeginn einen Audio-Podcast, Energiekram, der mittlerweile auch auf Spotify abonnierbar ist. Und hier und da veröffentliche ich Blogbeiträge über aktuelle energiewirtschaftliche Themen, die natürlich für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgen. In Verbindung mit Werbeanzeigen auf Facebook, Xing, LinkedIn und so weiter kommt es also relativ easy dazu, dass ich direkt angefragt werde, angerufen werde und es um bestimmte Projekte, Themen, Seminare und so weiter geht. Eben weil ich sowohl organischen als auch gekauften Traffic auf meine Webseite führe und dementsprechend die Anfragen auch direkt bei mir landen. Darüber hinaus werde ich ab dem 1.6. auch Mitglied bei den Energieforen Leipzig sein. Die Energieforen Leipzig sind das wahrscheinlich größte unabhängige Netzwerk der Energiewirtschaft, und dort bin ich auch schon in meinem alten Unternehmen die letzten Jahre mit dabei gewesen und habe sehr gute Erfahrungen dabei gemacht, was die für Fachtagungen, Fokustage, Seminare und auch Kongresse veranstaltet haben zu verschiedenen relevanten Themen der Energiewirtschaft. Demnächst finden die Berliner Energietage statt, da werde ich auch 3 Tage vor Ort sein, mir verschiedene Vorträge anschauen und natürlich ein weiteres Netzwerk aufbauen. Kurz danach folgt dann der BDW-Kongress, bei dem ich als Startup natürlich auch für etwas günstiger Geld teilnehmen kann und da dann natürlich auch auf die richtigen Entscheider der Energiewirtschaft treffe. Hier in Gera bauen wir gerade ein Netzwerk zum Thema Smart City auf. Das ist natürlich auch eines meiner absoluten Hauptthemenfelder, und so kam es auch hier schon zu direkten Konfrontationen mit sowohl Gleichgesinnten als auch Andersgesinnten, und das ist natürlich ganz cool, weil man so in die Diskussion kommt, weitere Netzwerke aufbaut, und dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit meinem ersten Monat als Unternehmer hier in Gera. Und die Zukunft sieht es nicht unbedingt schlecht aus, denn wie gesagt, was mache ich? Consulting und Training für die Energiewirtschaft. Die Energiebranche ist die wahrscheinlich am stärksten regulierte Branche in Deutschland. Wir haben ständige Veränderungen in der IT-Welt, in den Prozessvorgaben, in den Schnittstellen, und dementsprechend gibt es einen permanenten Bedarf an Unterstützung auf den entsprechenden Ebenen, in denen ich mich herumtreibe. Und ehrlich gesagt macht es mir einen riesigen Spaß, eben genau das wie jetzt gerade zu machen, darüber zu reden, was die Energiewirtschaft so herumtreibt, wie die einzelnen Themen zu verstehen sind und was die Konsequenzen aus politischen und regulatorischen Entscheidungen so sind. Ihr könnt also erwarten, dass hier regelmäßig neue Inhalte kommen, sowohl YouTube-Videos als auch Audio-Podcasts als auch Textbeiträge, die ich hier regelmäßig veröffentlichen werde, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich auch den Bedarf sehe. Und dementsprechend bleibt mir einfach gewogen. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach.